Ah, ihr Schnittchen, willkommen zurück zu Dead Space. Wir sind wieder auf der Krankenstation und haben uns mit Dr. Mercer angelegt, dem Schwein. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Hydrostation wieder reparieren. Denn da kommt ziemlich schlechte Luft her. Und dafür gehen wir jetzt erstmal auf die... Das sieht aus wie... Weiß ich nicht. Was zu essen. So Aal oder so China-Aal. Aber es ist bestimmt nicht so bekömmlich, so Baby-Tentakel zu essen. Alter, diese Geräusche überall. Was ist mit dir passiert? Was ist mit euch allen passiert? Ihr habt da eben noch so ganz gemütlich auf der Liege da ein bisschen rumgeröchelt. Dieses. So, wieder zum Kryolabor. Bäh. Es rennt irgendwo durch die Luftschächte. Ich muss wieder an Alien denken. Alien Isolation. Richtig geiles Spiel übrigens. Ja, Level 3 habe ich nicht. Freigabe der Stufe 3 erforderlich. Ja, ja. Oh mein Gott, das rennt halt echt überall da oben durch die Schächte. Mit dem Vieh werden wir noch Spaß haben. Rettung Stufe 3? Ja. Okidoki. Okidoki. Ah, erinnert ihr euch, das habe ich doch gespielt im Stream und habe gesagt, yo, aber warte mal, ich habe die Strahlenkanone noch. Also, ich habe den ersten Teil gespielt, ne, den originalen, und habe gesagt, yo, das ist auf jeden Fall jetzt hier nochmal ein Run, bevor ich dann das Remake spiele. Und hier hat sich das Spiel dann aufgehängt, das Event ging leider nicht weiter. Schade. Guck ich mal an, was da alles... Ja... Yeah. Nitrogen. Komm mal hier. Mein Jäger in Aktion. Beinahe werden meine anderen Patienten zu verlieren. Aber Sie und Dr. Brennan haben lange genug gestört. Wenn Nicole verletzt ist. Ich habe mich gegenüber Dr. Brennan stets höflich verhalten. Wie ist es mit Ihnen? Ich bin zumindest kein verdammter Mörder. Apropos Höflichkeit. Habe ich es Ihnen zu verdanken, dass die Triebwerke der Ishimura repariert wurden? Vielleicht. Unsere Rückkehr wird wahrhaft göttlich. Selbst Sie verhindern keine Konvergenz, die durch die gesamte Bevölkerung der Erde ausgelöst wird. Wenn sie die Dinger auf die Erde bringen, ist alles vorbei. Nur für die Ungläubigen. Die Menschheit wird vollkommen sein, Mr. Clark. Mit oder ohne sie. Stell ich das mal vor. Aber sie haben sich wohl schon entschieden. Das, was hier passiert, passiert auf der Erde. Das ist traumhaft. Oh, da ist unser Freund wieder. What? What? Oh nein! Lauf! Einer. Ich hab was
Schön ist für dich. Ein Traum. Der Mistkerl hat mich ausgesperrt. Alles okay, Alter? Ich stoppte den Jäger. Aber Mercer ist weg. Er will die Kreaturen zur Erde bringen, Kendra. Du musst die Kabine des Captains versiegeln und Hammond warnen. Okay, sie wird versiegelt, aber seit Hammond zum Besatzungsdeck ging, erreiche ich ihn nicht mehr. Isaac, die Luftqualität nimmt ab. Wir müssen die Hydrostation mit flüssigem Stickstoff reparieren. Ach. Okay. Versuch's weiter bei Hammond. Mercer ist noch nicht fertig. Lebensprobe. Wahre Gläubige, ein Achievement. Hast du was gefunden, Isaac? Es ist, nennen wir es eine Gewebeprobe. Von Mercers persönlichem Jäger. Vorsicht. Wer weiß, welche verrückte Wissenschaft in diesem Ding steckt. Vielleicht kann ich es herausfinden. Und auch, was Mercer vorhatte. Wenn ich schnell bin, hier muss ein DNA-Scanner in der Nähe sein. Isaac, die Monorail auf der Hydrostation ist abgeriegelt. Du musst einen anderen Weg finden. Nimm die Monorail zurück zum Hangar und geh dann zur Werkstatt. Erinnerst du dich? Dort hast du den kaputten Waggon von den Schienen entfernt. Ah ja. Es gibt da eine Zugangstür zur Hydrostation. War gut. Vorsätzliches Fehlverhalten. Hier, Gewebeprobe scannen. Machen wir das mal. Boah, wie dunkel es auf einmal hier ist. Stirb, stirb, stirb! Scheiße, verdammt, scheiße! Ah, stirb! Finde ich super. Kann ich das hier scannen? Ne. Aufgemacht. Bildgebende Diagnostik vielleicht hier. Und Energie. Habe ich hier schon alles rausgeholt? Oh nee. Mach ich aber auch später, wie gesagt. Hier war ich schon, oder? Ja. Boah. Was zur Hölle war das? Von hinten. Du kleiner Scheißer, ey. Creepy, Mann. Okay. Hauptlabor. Da war ich auch schon mal. Jo. Ist es ja. Offensichtlich. Hab da keinen. Ja. Der den Captain getötet hat übrigens.
Jetzt nicht unbedingt absichtlich, zumindest sah es auf der Kamera nicht so aus, aber... Hä, was ist das denn? Was ist da drin? Kleiderraum. Hä, nee. Sag mal, bin ich bescheuert? Ach, da! DNA-Analyse wird gestartet. Übereinstimmung gefunden. Brand Harris, Abbaumitarbeiter. Aegis 7. Eingetragener Arzt, Dr. Chalice Mercer. Warnung. Schwere DNA-Anomalien gefunden. Oh. Rig-Tracking ist verfügbar, um mögliche Ansteckungen zu verfolgen. Autorisieren. Harris, was hat Mercer Ihnen angetan? Autorisieren. Synchronisierung der Referenzpunkte mit dem Rig-Sender. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für die öffentliche Gesundheit. Na klar, das haben wir ja in dem Text gelesen, dass Harris... Ja, bitte Harris Bett auf der Intensivstation. Voll geil, die Nebenmission, dass man da noch mehr erfährt eigentlich. Ja, was? Kaufen. Wollte ich dir nur mal sagen. Dann sagte ja. Ah, nee, das war Mandarin. Praktisch, da liegen immer noch ein paar Knochen rum. Kann halt auch überall was sein hier, ne? Renn, du kleiner Scheißer. Oh. Freigabe bestätigt. So, noch die Frage, hört man... Hört das Isaac, weil er so langsam eben diese Demenz immer mehr abkriegt oder weil das Flüstern wirklich da ist? Ist das alles in seinem Kopf oder ist das echt? Das ist eine gute Frage, ne? Ja. Intensivstation. Oh, da war er drin, ja. Jetzt nimmt es auf. Sehen Sie bitte hoch. Also jetzt haut er ihm irgendwas in den Hals oder so. Nur noch ein kleines Stückchen Knochen zwischen uns und den Geheimnissen des Markers. Ganz ruhig. Es wird nicht wie auf RG7 und der... Unschöne Sache mit der Krankenschwester. Sie war keine Krankenschwester, als ich das tat. Die Erledigung im Erzlager, die ich übernehmen soll, wird den Arbeitern nicht gefallen. Sie sind wahrscheinlich genauso engstirnig wie die Arbeiter in der Kolonie. Sie quälen Menschen, weil sie ein wenig anders sind.
haben Sie es nicht verdient, ordentlich erschreckt zu werden? Ja. Ja, das stimmt. Ich bin bereit. Alter. Vollkommen. Doktor, ich sehe es jetzt. Der Marker spricht und wir können antworten. Sagen Sie mir wie. Tracking von relevanten Rack-Aktivitäten. Alter Schwede, es ist so gut. Ach man, schade, das Ziel ist inaktiv. Aber ich finde das so gut mit den Nebenmissionen. Das hypt mich ungemein, Leute. Der Völker. Aber die Hangaranlage, da müsste ich doch eigentlich rankommen, oder? Wir gucken nochmal. Ah, es ist so unheimlich, dieser rote Gang. Ist das auch der schnellere Weg jetzt zurück, frage ich mich gerade. Ja. Mal sehen. Da lang. Aber ist hier noch was? Fragt man sich halt auch irgendwann, müsste man doch eigentlich mal das ganze Schiff gesäubert haben von Necromorphs. Ich meine, wie viele Leute waren hier angestellt? So groß ist das ja nicht jetzt, ne? Ich würde sagen, vielleicht so 100. 100 paar zerquetschte Leute. Nirgendwo sicher, ne? Ha, Ionenkondensator. Zehntausend. Ich glaube, ich... Laserkanone, ne. Ne. Ich glaube, ich spare mir das Geld mal. Vielleicht kommt ja bald was Nettes. Ich glaube, ja, bald das Upgrade für den Cutter noch. Nö. Und aktuell brauche ich ja nicht wirklich was kaufen. Finde ich. So. Abbausektor, Maschinenraum. Jo. Schön ist. Warum sieht das so komisch aus? Das ist ein Symbol für Abbausektor. Sieht aus wie so ein Schrimp, so ein komisch vergammelter. Würde ich jetzt zumindest assoziieren, so ein bisschen dieses Symbol. Nächster Halt, Abbausektor, Maschinenraum. Station bei Abfahrt prüfen. Okay. Was? Hangaraufseherin. Ah! Hangaraufseherin. Okay. Was sind die Frau Völker? Hört sich ja sehr deutsch an, ne? Ah.
immer ganz froh, wenn ich irgendwo in einer vermeintlich sicheren Situation bin. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Alter. Hör mal auf. Danke. Oh. Dieser Stress immer hier. Hightech. Dieser Stress ist hier. Was? Wo ist denn hin? Ach da. Eieiei, was ist denn hier alles los? Was für Explosivcontainer hier überall sind. Boah, einmal drehen bitte, drehen bitte, drehen bitte. Ja, 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 ja. Oh. Wie weit das rausgeht noch, aber ich glaube, so weit können wir nicht rausfliegen, dann sterben wir irgendwo. Ich glaube, ich hab's schon. Ist das die Rig? Ja! Fergus Rig, oh, wo ist denn ihre Leiche? Da. Au, du Scheiß! Ich nehme nochmal einen Tentakel mit, ne? Schon unterwegs. Warte mal, habe ich da was Violettes? Ne, das sind überall die Sterne. Erstmal hier checken. So. Geht wahrscheinlich genau zurück jetzt den ganzen Weg. Dass hier nicht irgendwo noch was liegt. Ja, also mit der mehr Luft ist es deutlich angenehmer, muss ich zugeben. Als wenn man nur die Standardluft hat. Und voll praktisch diese Schubdüsen. Der Anzug ist der Wahnsinn von Isaac, ne? Schwupps. Schwerelosigkeit deaktiviert. Dankeschön. Ende des Vakuums. Und direkt werde ich wieder empfangen mit der süßesten Violinenmusik. War da eben was? Oder er hat so hingeguckt und ich habe es einfach ignoriert? Vielleicht ein Feind. Wie glänzt denn der Anzug so krass gerade? Guck mal. Als wäre ich gerade durch Öl gelaufen oder so, durch Olivenöl. Ich wechsle den mal wieder, ha? Huh? Was meint er? Lass mal wechseln wieder. Komm. Warum? Geheiligt, oder? Ich finde halt den so geil, den letzten Überlebenden, aber... Komm, wir nehmen den verseucht. Oder... Wie ist er befallen? Keine Ahnung. Wenn uns jetzt jemand sehen würde, der würde es wahrscheinlich sofort abballern.
Schließen bitte. Schließen. Ich weiß übrigens gar nicht, gibt es noch eine Waffe oder habe ich jetzt schon alle gefunden? Eigentlich dürften uns die ganzen Gegner jetzt ja auch nichts mehr machen. Wir sind ja schon ein Teil des Kollektivs, ne? Flugzeug Monorail-Steuerung. Lalalalala. Ich finde das geil, das eine Auge, wie es da so raussticht und leuchtet. Und der Schädel, der einfach auf die Seite gedreht ist, der ganze Knochen hier. Die ganzen Details sind einfach der Wahnsinn. Flugdeck-Monorail-Steuerung. Daddy ist wieder da. Weil eigentlich fand man ja damals hier den ersten großen Medipack-Batzen, also das Dreier-Medipack. Oh. Wer sagt denn das? Was? Da liegt noch was. Oder wieder. Ich glaube ja schon, dass die manchmal so Sachen nachlegen einfach hier. Was ist denn daran verschlossen, bitte? Okay. Dachte, es geht. Wenn ich ein paar Mal dran rüttle. Aha. Das ist schön. Kann ich mir zum Einschlafen an, das Zeug, das beruhigt mich so. Das Aufbegehren der Streicher. Ja, die war eigentlich zu, die Tür, ne? Jetzt ist er auf. Isaac, wenn du in der Nähe der Hydrostation bist, überprüfe deine Helmfilter. Diese Luft darfst du nicht einatmen. Ach so. Ja, ich hab's gerochen. Das ganze Deck verrottet. Ich habe riesige Masse im Lebensmittellager geortet. Die kann man unmöglich angebaut haben. Könnte die Quelle des Giftgases sein. Dieser Patient auf der Krankenstation. Er sagte etwas über ein Enzym. Vielleicht ist noch ein Arbeitsplatz in Betrieb. Sagt man nicht eine riesige Masse? Ich habe riesige Masse gefunden. Naja, das klingt komisch. Yay. Logbuch der Hydrostation. Dr. Elizabeth Cross. Mit intakten Sprinkleranlagen fahren wir beinahe maximale Kapazität. Die Flora gedeiht prächtig. Wir haben einen Nahrungsmittelüberschuss produziert. Der Überschuss wurde von Praxis-Systemen in die Kolonie schicken. Aber Captain Pye hält sich strikt an sein Vorgehen. Das ist lächerlich. Ich halte Beschwerde ein. Aegis 7 benötigt dringend Hilfe. Was könnte etwas frisches Obst schon anrichten? Ah. Oh. Halte Zugang zum Lebensmittellager. Ah, finde den Weg von Lieutenant Commander Holt. Sehr gut. So, ich weiß noch genau, wie es ist, wenn man hier reinkommt. May Altman be with you. Ja, ja. I don't want. Ah! Alter! Ihr kleinen Scheißer, ey. Was auch immer die dazu getrieben hat, sich im Klo zu verstecken. Oh mein Gott. Da gibt es eigentlich Toilettenspinde, frage ich mich. Wer macht denn sowas? Was soll die Musik? Lililililililil. Rum, rum. Oh Leute, ist schon wieder soweit.
Meine Uhr ist gerade angegangen. Oh, leck mich fett, ey. Leute, ich mache hier mal Schluss. Das war's für den Part. Lasst Liebe da, liked das Video und ja, schreibt mir, wie ihr es weiterhin findet. Würde mich interessieren. Ich find's super. Wir sehen uns wieder zu Dead Space. Oder mal Danke sagen. Kann man ja auch mal machen, ne? Danke, tschüss.